Ich komme gerade aus dem Wirtschaftsausschuss und hatte gerade eine spannende Anhörung zum Thema, wie wir mehr Mädchen in technischen Ausbildungsberufe bekommen. Und ich stehe mit Frau Feldmann und Frau Grützner vom Verband Deutscher Unternehmerinnen. Sie sind auch Mitglied in der MINT-Kommission. Heute, was war so Ihr Hauptanliegen an die Politik, Frau Grützner? Na, für mich war es ganz wichtig, dass eigentlich in der Anhörung herausgekommen ist, dass wir einfach zu wenig über die Berufsbilder Bescheid wissen, was eigentlich wirklich gebraucht wird in den Unternehmen. Und dass es also wirklich wichtig ist, dass man da viel, viel mehr aufklärt und dass man darüber viel, viel mehr Werbung macht, dass die Jungs und Mädchen oder vor allem die Mädchen auch wissen, was man eigentlich machen kann. Aufklärung bräuchte man ja auch in puncto, was für Maßnahmen sind eigentlich sinnvoll in der Berufsorientierung? Genau, da kam jetzt heute ja heraus, dass die landeseigenen Unternehmen selbst schon ganz viele Projekte durchführen, aber leider noch keine Evaluierung stattfindet, welche der Projekte eigentlich wirklich ziehen und die Jugendlichen, Junge oder Mädchen und oder Mädchen, überhaupt, ja, dass es da den Durchschlag gibt, dass sie sich bewerben. Und das ist eigentlich auch unsere Forderung, dass es da von den landeseigenen Unternehmen eine Verpflichtung gibt, dann auch zu schauen, welche Projekte denn überhaupt dann maßgeblich sind für die Bewerber und die Bewerberinnen. Und das wäre ganz spannend. Und Sie sind als Verband ja schon den Schritt gegangen, lassen sogar wissenschaftlich jetzt in Form einer Bachelorarbeit das untersuchen. Da bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, was da rauskommt und freue mich und ja, bis auf Weiteres.